ist das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Morgen aus dem Wald. Ja, es ist endlich soweit. Nächste Woche startet die Waldhelden-Foto-Challenge. Und damit wir da am Montag nicht so viel Zeit verlieren, habe ich gedacht, mache ich neben der Ankündigung heute auch schon mal ganz kurz so eine Erklärung, wie das Ganze laufen soll. Und zwar werde ich von Montag bis Freitag euch jeden Tag eine Aufgabe geben. Am Ende habe ich dann auch noch einen kleinen Bonus für euch, aber der wird noch nicht verraten. Und diese Aufgaben sind so gewählt, dass ja da wirklich jeder mitmachen kann. Ihr braucht also weder das neueste Smartphone dafür, noch einen Hund. Also die Aufgaben können auch ohne Hund erledigt werden. Es geht dabei vielmehr um Kreativität, also alle Aufgaben sind sehr offen formuliert, sage ich mal so. Und es geht im Grunde nicht darum, jetzt das qualitativ beste Foto zu machen, sondern einfach ja, kreativ zu sein, rauszugehen, die Aufgaben irgendwie umzusetzen und Spaß zu haben, was zu lernen. Also ich werde euch auch bei jeder Lektion immer so ein paar Tipps auch noch mitgeben, wie man gewisse Effekte erzielen kann. Und dann hoffe ich einfach, dass möglichst viele Leute Spaß haben und mitmachen werden und wir uns dann am Montag in der Challenge sehen. Ja, zu den Regeln. Es gibt im Grunde nur eine feste Regel und die lautet, das Bild, was ihr quasi einreicht, muss mit einem Smartphone gemacht worden sein. Am schönsten wäre es natürlich, wenn ihr das Bild auch tatsächlich dann an dem Tag gemacht habt, wo die Aufgabe gestellt wurde. Aber ich sag jetzt mal, wenn das Thema zum Beispiel Sonnenuntergang wäre und an dem Tag gibt es nun mal keinen schönen Sonnenuntergang oder ihr habt einfach einen super Sonnenuntergang im Archiv, ja, dann dürft ihr den natürlich auch nehmen, aber am coolsten wäre natürlich, wenn ihr die Bilder dann an dem Tag umsetzt. Darum geht es ja auch so ein bisschen, ne? Halt, wie gesagt, rauszugehen und die Aufgabe umzusetzen. Ich werde jeden Tag so 5 bis 10 Bilder per Zufallsverfahren reposten bei mir. Seid mir nicht böse, wenn ihr da nicht bei seid. Ich versuche, wenn jetzt Leute jeden Tag irgendwie mitmachen, auch alle zu erwischen. Es sei denn, es machen da jetzt irgendwie 400 Leute mit plötzlich. Aber es gibt auf jeden Fall auch einen Hashtag, unter dem ihr die Bilder dann posten könnt, sowohl in eurer Story als auch in den Beiträgen, wenn ihr die in die Beiträge posten wollt. Und dann können alle Teilnehmer auch über den Hashtag eure Bilder sehen und gegebenenfalls ja, entsteht ja auch so eine kleine Community, dass man sich so ein bisschen gegenseitig Feedback gibt, falls ich nicht überall hinterherkomme. Der Hashtag wird sein WHFC2021, also WH für Waldhelden, FC für Foto-Challenge und 2021 erklärt sich wahrscheinlich von selbst. Ich poste den aber natürlich jedes Mal auch noch in der Story, damit ihr euch den jetzt nicht merken müsst. Und dann könnt ihr den vielleicht aber auch schon einfach abonnieren, damit ihr da direkt auch alle Bilder immer direkt seht, wenn die neu gepostet werden. Los! Zur Vorbereitung vielleicht noch ganz sinnvoll, schaut euch mal die alte Fotowoche an. Das war Daily Gassi 16 bis 20. Im IGTV findet ihr die. Da gebe ich ja so ganz allgemeine Tipps, wie man die Bilder ein bisschen besser gestalten kann durch Bildkomposition, Bildgestaltung. Und das schadet bestimmt nicht für die neue Challenge. Und ansonsten, falls ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr mal aufs Waldheldenprofil gehen. Und dann oben ist so eine Glocke und da könnt ihr zumindest mal für die Stories die Benachrichtigung anstellen. Dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr da auch auf jeden Fall die Stories immer direkt angezeigt bekommt, sobald die online sind und ihr dann auch mitmachen könnt. So, ja, dann freue ich mich darauf, nächste Woche mit euch hier die Challenge anzugehen. Ich hoffe, ihr nehmt zahlreich teil. Und jetzt muss ich mich beeilen, denn wir holen jetzt gleich unseren Van ab, drückt uns mal die Daumen, dass das alles so klappt wie geplant. Und euch wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende und bis später.